Willkommen zurück hier bei Gothic. Auf dem Weg nach oben. In der Hoffnung, dass dort der Fokus wartet und gefunden werden will. Und gefunden wird mit einem Leiterbug, der immerhin nicht tödlich endet. Möchte ich dazu gerade mal so spontan sagen. Weil das doch häufig anders ausgehen kann. Okay, da habe ich gerade, weiß nicht was gemacht. Ich habe irgendwie wild auf den Tasten rumgehämmert, aber es hat funktioniert. Ich bin nicht runtergefallen. Ist das hier Harpien? Ja, aber die sind tot. Warum sind die tot? War Lester etwa hier oben? Ich weiß es nicht. Aber sie sind tot. Ah, vielleicht hat er sie ja von unten mit seiner Magie abgeschossen. Das könnte sein. Also, er wollte bei der Fokusplattform auf mich warten. Ach, das ist dann wohl tatsächlich einfach die ganz große Platte. Der ganz große Platz da unten. Ich dachte ja, mit der Fokusplattform wären diese runden Platten mit den Zacken gemeint, von denen ich ja schon erwähnt habe, dass man sich zumindest im zweiten Teil hinteleportieren kann. Ich dachte, das wären die Fokusplatten. Oh, wie es immer so ruckelt. Kurz nach dem Speichern. Ich hoffe mal, da ist nicht schon wieder die SSD voll. Ich muss da mal eben nachgucken, das lässt mir jetzt gerade keine Ruhe. So, da bin ich wieder und die Aufnahme läuft zum Glück noch. Die SSD hat noch gut Platz. Kein Problem. Links, links, rechts, links, nein. Links, links, rechts, rechts, links, rechts, nein. Links, links, rechts, rechts, links, links. Boah. Okay, Tränke, paar Münzen, Siegbringer. Okay, aber wo ist dieser blöde Fokus? Hier ist er ja nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Wow. Das sieht gefährlich aus. Ich glaube, in echt würde ich das nicht tun. Da oben so um zu spazieren. Heilige. Das ist ganz schön tief. Geht's da drüben noch irgendwie weiter? Genau, da stand doch Lester vorhin, oder? Nee, warte, da waren. Da unten stand Lester. Wow. Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt jedenfalls ganz oben. Höher geht's nicht mehr. Also muss ich mich hier wohl irgendwo vertan haben oder irgendwas übersehen haben. Also gucke ich mich einfach mal nochmal auf dem Weg nach unten hier ein bisschen um. Und dann finde ich hoffentlich den Fokus. Ich finde es schon ein bisschen auffällig, dass die hier alle tot sind. Andererseits war das wahrscheinlich einfach nur Lester von da unten. Von daher würde ich da jetzt auch mal nicht zu viel rein interpretieren, dass die da tot rumliegen, die Harpien. Da hat einfach Lester eine gute Arbeit gemacht. Gut, dann wäre ich ja wieder hier. Wie mache ich das jetzt? Ich gehe einfach mal links an der Wand lang. Und hoffe, dass ich was... Ah, geht's hier weiter? Nein. Vielleicht da drüben? Da, da ist eine Plattform. Da will ich hin, genau. Aber wie komme ich da hin? Kann ich da rüber hüpfen? Da liegt der Fokus, da liegt er doch. Wie komme ich da hin? Das ist wahrscheinlich zu hoch zum Hochklettern. Ich vermute mal, dass es hier drinnen noch einen Weg gibt, um dort rüber zu kommen. Den suche ich mir doch einfach mal. Einfach.
vielleicht wieder so ein Geheimgang hinter einem Regal oder so. Da ist nur die Frage, wo finde ich den Schalter dafür? Warum funktioniert die Beleuchtung gerade so schlecht? Hier scheint schon mal kein Schalter oder Hebel zu sein. Wenn das nicht klappt, versuche ich einfach mal von unten doch hoch zu klettern. Nöp. Da bleibt mir gerade wohl nichts anderes übrig, als es einfach mit Klettern zu versuchen. Schade. Oh, was ist das denn für ein Gitter? Das ist mir ja bisher noch gar nicht aufgefallen. Ach so, das hängt da einfach so in der Luft. Okay. Kann man wohl irgendwie ablassen, nehme ich an. So, wie komme ich jetzt da hoch? Da will ich hoch, da ist mein Fokus. Das klappt aber leider nicht. Du, Lester. Wie soll ich den Fokus erreichen? Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Dem Ziel entgegen. Viel lernen du noch musst, junger Padawan. Freie deinen Geist. Nur so kannst du Darth Vader werden. Besiegen, meinte ich natürlich. Ja, besiegen. Hm? Ich denke, was er meint, ist Telekinese. Davon habe ich doch eine Rolle. Das ist ein Zauberspruch, von dem ich denke. Das ist zumindest das, was man üblicherweise unter Telekinese versteht. Von dem ich denke, dass man damit Gegenstände mit Gedankenkraft bewegen kann. Also nehme ich mal an, dass ich damit den Fokus über die Entfernung oder auf die Entfernung von dem Podest zu mir holen kann. Von hier aus zum Beispiel. Das heißt, die Fackel kann ich wegwerfen, die liegt hier gut. Was ich möchte ist Telekinese. Habe ich sogar 5-mal. Fokus aus der Bergfestung. Okay, wo schwebt er jetzt hin? Zu mir? Oder liegt er jetzt dann unten? Der liegt wohl unten. Okay, dann hoffe ich mal, dass er jetzt unten liegt, bei Lester. Und ich den dann einfach aufheben kann. Sollte jetzt auf jeden Fall zugänglicher sein als vorher. Und ja, Telekinese hat genau das getan, was ich dachte. Und ich muss hier verdammt mal aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich hatte gerade eben schon wieder 10 Minuten damit zu kämpfen, den letzten Spielstand zu laden, weil es bei mir nicht klappen wollte. Da fällt mir ein, ich bin gerade noch im Cheat-Modus. Weil irgendwie komischerweise im Cheat-Modus das Laden ein bisschen stabiler funktioniert und gerade hat es nur mit dem Cheat-Modus geklappt, den Spielstand zu laden. Aber zum Spielen selbst mache ich den natürlich aus. Ich will mich ja hier nicht irgendwie... Ne? Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Heute ist nicht alle Tage. Wir sehen uns wieder. Keine Frage. Die alten Bücher in dieser Festung studieren. Ja, sie sind wahrscheinlich interessant, aber... Ganz ehrlich, hier ohne mich. Und damit habe ich den zweiten Fokus. Sei gegrüßt. Und kann ihn abliefern. Yeah! Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden.
Gut, das ist schon der zweite Fokusstein, den du uns bringst. Der dritte. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen zwei Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Der ist so optimistisch. In einem Stück zurückkehren. Und nein, Saturas, das war der dritte Fokus, den ich dir geholt habe. Der erste, den habe ich nicht für dich geholt, aber letzten Endes trotzdem zu dir gebracht. Also irgendwie dann letzten Endes doch für dich geholt, ne? Lee? Ah, da bist du. So, hey Lee, ich habe erstens genug Erfahrungspunkte. Hallo! Um Zweihänder besser zu lernen. Ich möchte mehr über den zweihändigen Kampf lernen. Ändere zunächst deine Grundhaltung. Halte das Schwert aufrecht, fasse den Griff mit beiden Händen und halte es seitlich am Körper. Schlage schnell von oben und lass die Klinge über deine Schulter gleiten. Nun hast du die Möglichkeit, einen schnellen Schlag nach rechts zu machen. Damit bietest du dem Gegner keine Chance, an dich ranzukommen. Sonst schlage wieder von links oben nach vorne, um so den Gegner zurückzutreiben. Eine schnelle Körperdrehung verleiht deinem nächsten Schlag die nötige Wucht, um den Gegner zu Boden zu zwingen. Falls das nicht ausreichen sollte, dann nutze den übrigen Schwung, um die Klinge noch einmal tanzen zu lassen. Geh nach deinem Angriff in den Block und suche eine Lücke, damit du erneut zuschlagen kannst. Abwechslung in den Kampfbewegungen und Positionswechsel sind der Schlüssel zum Sieg. Genau. Erstens, ich habe genug Erfahrung für Zweihänder Stufe 2. Und zweitens, Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Hoffentlich mit Stufe 15 endlich die Berechtigung, mir eine schwere Rüstung zu kaufen. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung verdammt zu tragen. Wie erfahren muss ich denn sein? Sag mal. Und Geschicklichkeit wollte ich, ne? Damit ich den Bogen benutzen kann. Da war was. Wie viel brauche ich da? Geschicklichkeit 20. Ich habe 10. Ja, komm, wenn, dann will ich gleich den richtigen Bogen verwenden. Dann baller ich mir nochmal 10 Punkte Hallo. Rein. Kannst du? Ich kann. So, 5 und 10. Jetzt sollte ich den Bogen benutzen können. Genau. Wunderbar. Nein, nicht aufhängen. Puh. Ich da jedes Mal einfach nervös werde, wenn das Spiel ruckelt. Es ist einfach viel zu oft abgestürzt. Ich könnte noch ein bisschen Stärke hochtrainieren, aber 11 Lernpunkte, das lohnt sich gerade nicht wirklich. Ich glaube, die hebe ich lieber auf und spare sie mir für irgendwas anderes. Was könnte ich denn noch lernen? Magie natürlich, genau. Die Magiekreise und Mana-Erhöhungen und so. Das brauche ich ja alles noch. So, jetzt gucke ich mal. Nein. Das da will ich gucken. Aha. 1, 2, 3, 4. Okay. Das ist ein bisschen schneller als vorher. Aber nicht so schnell wie Einhänder. Aber schon cool, ne? Und dann diese Drehung und Fump. Sieht schon gut aus, muss ich sagen. Sieht gut aus. So, und jetzt, wo muss ich hin? Einmal oben bei der alten Mine wäre was. Und an meinem Startpunkt, bitte was? Da gehe ich zuletzt hin. Da, wo ich angefangen habe. Was ist... Wo könnte das denn bitte da sein? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich... Ich habe doch da alles erforscht. Was habe ich denn da übersehen? Ist da vielleicht noch eine Höhle oder so? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo da der Fokus sein sollte. Aber ich bin mir sicher, ich werde ihn finden. Irgendwie. Und hier ist doch noch der alte Freund Lefty. Hey, wie geht's dir? Na, mein Freund? Mann, was willst du? Du hast mich verprügelt und damit angefangen, mich schlecht zu behandeln. Bring mal den Bauern was zu trinken. Die Bauern sehen durstig aus.
Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Normalerweise bin ich ja nicht so ein Depp, aber der hat's verdient. Der hat das sowas von verdient. Dass man ihm das zurückzahlt, dass ich ihm das zurückzahle. Ich würde ihn ja gerne öfter verprügeln, aber das bringt mir halt irgendwie nichts an Erfahrung oder so. Ne, an Erfahrung bringt es nichts, an, ja, auch sonst bringt es mir halt nichts. Außer, dass ich mich halt dann wieder heilen muss und dann wieder Essen oder Getränke oder Zeit aufwenden muss. Und das ist irgendwie dann doch nicht wert, um nichts zu kriegen. Zumal es ja auch nicht so ist, als wäre er ein lebendiges Wesen, das wirklich dazulernen würde. Mehr Fleisch. Oh je. Meine Vorräte sind so derbe voll. Und ich sag schon seit, keine Ahnung wie vielen Folgen, 5 oder so, 10, weiß ich nicht, dass ich mal braten muss. Aber ich hab's einfach nie gemacht. Ja gut, 25 habe ich noch. Das gibt mir gute 250. Nein, warte. Gute 300 Leben. Das reicht erstmal noch für eine Weile. Was? 300? Ich weiß es nicht. Bin gerade schlecht im Kopf rechnen. Ist zu spät abends. Oh, ich mag die Kombination. Ah, ich muss sagen, 200 Level 2 hat sich gelohnt. Oh, Snapper. Da speichere ich mal lieber eine Runde. Hat sich gelohnt. Ist deutlich schneller als 200 Level 1. Nein! Oh, noch einer. Immerhin ist der zweite schon weg. Na, jetzt hau raus! Boah, bin ich gerade froh, dass da nicht von Anfang an 3 Stück waren. Ich wollte gerade sagen, es hat sich gelohnt. Es ist deutlich schneller als 2-Händer Stufe 1, ja. Immer noch ein bisschen langsamer als 1-Händer. Wahrscheinlich erst recht langsamer als 1-Händer Stufe 2. Aber das ist schon okay. Zumal ich am Schluss eh ein ziemlich geiles Schwert kriege. Dass ein Zweihänder ist, was man sowieso kriegt, weil man das braucht, um das Spiel zu beenden. Und das würde ich dann doch am Schluss gerne auch sinnvoll benutzen können und nicht nur, um das Spiel zu beenden. Sondern halt auch so ein bisschen, ne, zum Spielen. Wäre sonst ein bisschen langweilig. Und ich glaube, genau dieses Snapper haben wir ziemlich früh im Spiel schon mal Probleme bereitet. Und jetzt konnte ich endlich meine Rache nehmen. Haha. So, ich speichere nochmal eine Runde, nachdem ich ihn jetzt besiegt habe. Und wenn mich nicht alles täuscht, dürfte ich auch schon fast da sein. Yep, da links hoch. Oh, noch mehr Snapper. Ich hasse diese Viecher, die sind so schnell. Kann der Hintere nicht einfach anhalten, bitte? Fände ich geil. Naja, so geht's auch. Okay. Also wenn man es richtig macht, dann sind zwei von denen auch kein großes Problem. Aber naja, so richtig wohl fühle ich mich nicht. Mit mehreren Gegnern gleichzeitig. Von denen prinzipiell einer schon gefährlich ist. Vielleicht mal irgendwann bald, wenn ich stark genug bin, um den Snapper mal eben nebenbei zu erledigen. Dann bin ich sicherlich auch stark genug, um mal zwei oder drei gleichzeitig anzugreifen. So, na, lock ich sie lieber trotzdem einzeln raus. Oder versuche die Gruppe in kleinere Gruppen aufzusplitten. So wie den Einzelnen hier jetzt gerade. Ich will nicht nach oben kämpfen. Ich will zumindest die Ebene haben.
haben wir hier? Nichts. Da drüben sind noch zwei Snapper. Was passiert jetzt, wenn ich mit dem Bogen schieße? Ah, das macht sogar Schaden. Ich hätte gedacht, die haben so viel Rüstung. Also so viel Panzerung, dass es nichts ausmacht. Natürlich gehen Pfeile auf Schutz vor Geschossen und da haben die wahrscheinlich deutlich weniger, genau wie auch meine Rüstung. Das heißt, letzten Endes machen Bögen vielleicht weniger Schaden. Aber das heißt nicht, dass die Gegner weniger Schaden nehmen. Weil die Rüstung einfach tendenziell schwächer gegen Geschosse sind. Das ist eine interessante Beobachtung, die mir vorher noch nicht so klar war. Ja, da sind ja noch mehr von den Viechern. Ich werde jetzt fast blind reingelaufen, ey. Ich frage mich, ob ich die nicht einfach umgehen kann. Okay, bis auf den einen vielleicht, der sich gerade anschleicht. Leveln kann ich hier gerade eh noch nicht. Da fehlt mir noch 6000 Erfahrung. Schön. Ich nehme alles zurück. Das klappt doch ganz gut. Zumindest mit einzelnen. Ich frage mich gerade ein bisschen, wo ich da jetzt hin muss. Ist das wahrscheinlich tatsächlich ganz da oben? Ach, na komm, dann locke ich die jetzt mal einzeln hier weg. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Komm her. Und wenn ich dann nach vorne kämpfe, sollte der zweite auch gleich kommen. Yep. Oder? Ja doch, da kommt er. Sehr schön. Und damit wären hier hoffentlich alle Snapper aus dem Weg geräumt. Haha, da oben ist wieder ein Kumpel. Den werde ich dann in der nächsten Folge ansprechen. Jetzt erstmal werde ich eine Pause machen. Ich habe erstmal genug aufgenommen. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem vorletzten und dem letzten Fokus dort oben irgendwo. Und um die Spannung noch ein bisschen größer zu machen, das da ist Diego. Haha, tschüss!